Willkommen in Kitzbühel zur 27. Alpenrallye. Hier sind wieder all die wunderschön restaurierten Fahrzeuge und ihre Fahrer mit dabei. Wir fahren heute mit Axel Pape im Herbie Käfer. Ja, im Falle der Kitzbüheler Alpenrallye kann man schon getrost von Tradition sprechen, denn der Oldtimerlauf findet bereits zum 27. Mal statt. Hier treffen automobile Schönheiten von gestern und heute aufeinander und begeben sich innerhalb von 2 Tagen auf eine rund 475 Kilometer lange Herausforderung durch die landschaftlich einfach begeisternde Alpenwelt. Insgesamt 32 verschiedene Fahrzeugmarken gehen dabei an den Start. Darunter allein 22 Klassiker der VW-Konzernfamilie. Welchen Charme die jährliche Ausfahrt hat, zeigt nicht zuletzt die interessante Gästeliste. Unter den etwa 190 Teilnehmern finden wir jede Menge Prominenz und Größen, die ihre Meriten in Sport und auf der Bühne haben. Wie Striezel Stuck, DTM-Pilot Manuel Reuter, Felix Baumgartner, Herbert Knaub oder Axel Pape. Auch der ließ es sich nicht nehmen, auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie zu sein. Diesmal sitzt Axel hinter dem Steuer nicht irgendeines automobilen Veteranen. Nein, es ist der Herbie höchst selbst. Mit der Startnummer 100 und jeder Menge guter Laune unter der flachen Herbie-Haube begibt sich Axel auf die strapazenreiche Tour. Luftgekühlt geht es über die Großglockner Hochalpenstraße mit dem mehr als 2004 Meter hohen Fuscher Törl als wahren Höhepunkt der Rallye. Bei der Alpenrallye kommt es nicht nur darauf an, dass man das Roadbook richtig liest, damit man den Weg findet. Es gibt auch reichlich Zusatzprüfungen, so wie hier das Zeitfahren. Das heißt, wenn ich die Zeit nicht genau treffe, gibt es Strafpunkte. Die nächste Tagesetappe führt uns nach Tirol. Hier durchkreuzen wir das Inntal bis ins Zillertal. Während der einzelnen Etappen warten auf uns nicht nur Stadt-, Berg-, Sonder- oder Zeitprüfungen, sondern auch kleine Raffinessen wie eine zusätzliche Zeitprüfung kurz vor dem Ende der eigentlichen Zeitwertung. Da kann man schon mal nervös werden, aber hier nehmen es alle mit viel Humor, denn dabei sein ist alles. Das sehen wohl auch die vielen Zuschauer so, die am Rande der Strecke und bei den Ortsdurchfahrten für ordentlich Stimmung sorgen. Ganz zu schweigen vom Zieleinlauf in der Kitzbüheler Innenstadt bei herrlichstem Sonnenschein. Hier trifft automobile Schönheit auf ganz viel Begeisterung. Bei den Zuschauern wie natürlich auch bei den Besatzungen der Fahrzeuge. Das Auto war super. Ja. Die Jungs von Classic VW haben das unheimlich gut in Schuss gebracht. Der stand ja im Museum schon auch. Ja. Und jetzt hat er sich gefreut, bewegt zu werden. Und ja, es war toll. Unter insgesamt 134 Fahrzeugen in der Classic-Wertung fahren wir mit unserem Herbie von 1960 auf den 83. Platz. Das war sie, die 27. Kitzbüheler Alpenrallye. Während hier hinter mir bereits im Park Familie die Abbauarbeiten beginnen, feiert man im Country Club die Sieger der Rallye. Wir haben einen respektablen Platz erreicht, wollen uns aber im nächsten Jahr nochmal steigern. Ich freue mich drauf.